Ein Teil des Kalksteins wird je nach Korngröße direkt als sogenannte Gesteinskörnung, also als Schotter, Split oder Kalkstein verkauft. Für die meisten Anwendungen jedoch muss der Kalkstein in Öfen gebrannt werden. Um Brandkalk zu erzeugen, wird der Kalkstein in riesigen Öfen gebrannt. Bei Temperaturen zwischen 900 und 1200 Grad Celsius wird der Kalkstein in gasförmiges Kohlendioxid, CO2, und Calciumoxid, CaO, den sogenannten Brandkalk, zerlegt. Brandkalk hat ganz andere chemische Eigenschaften als Kalkstein. Das Prinzip des Kalkbrennens wird seit Jahrtausenden angewandt. Was sich geändert hat, ist die technologische Perfektion und Effizienz der Öfen. Auch erfordern die verschiedenen Kalkprodukte unterschiedliche Ofentypen und Brennvorgänge. Für den Brennprozess sind zwei Verfahren verbreitet. Im Schachtofen rutscht der Kalkstein durch verschiedene Temperaturzonen von oben nach unten. Man unterscheidet Normalschachtöfen und Ringschachtöfen. Besonders innovativ und energiesparend sind sogenannte GGR-Schachtöfen. GGR steht für Gleichstrom-Gegenstrom-Regenerativ. Die abwechselnde Befeuerung erfolgt meist in zwei Schächten, die durch einen Überströmkanal miteinander verbunden sind. Die Nutzung der Wärmeströme in den Parallelschächten sorgt für höchste Energieeffizienz. Eine andere Technologie bilden die Drehrohröfen, die in leichter Neigung rotieren. Bis zu 120 Meter legt der Kalkstein darin zurück, bis er am Ende als Kalk ankommt. Die fertigen Produkte werden zum überwiegenden Teil per Lkw oder per Bahn zu den Abnehmern transportiert.